Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der deindealer.de Disney Parks Show. Heute ganz, ganz spontan und ganz, ganz tagesaktuell mit Breaking News aus dem Disneyland Paris. Denn ja, die Normalität kehrt zurück. Ja, also zumindest einen Schritt weiter kehrt die Normalität nach Disneyland Paris zurück. Möglich wird das durch neue Regelungen der französischen Regierung, was Abstandsmaßnahmen, Social Distancing gegen Corona angeht. Und kam heute ja jede Menge Sachen ganz, ganz, ganz brandheiß rein. Und davon wollen wir euch jetzt erzählen. Und ja, ich muss echt sagen, war ein saugutes Gefühl. Also Gänsehaut. Wir hatten so gar nicht gedacht. Man hatte sich eigentlich dran gewöhnt, an diese ganzen Corona-Maßnahmen. Die Notwendigkeit absolut akzeptiert. Und ja, ist davon ausgegangen, das geht jetzt einfach noch eine ganze Weile so weiter. Ja, und es war einem gar nicht so bewusst, ja, dass es einen vielleicht doch innerlich noch so stark stört. Und so ähnlich wie als die USA die Einreise wieder erlaubt haben oder die Aufhebung des Travel Bans angekündigt haben, so war jetzt auch die Erleichterung da. Gänsehaut, ja, ist doch, die Normalität ist doch wichtig und wir freuen uns doch drauf, auch wenn wir uns ans andere gewöhnt haben. Und aus unserem Team hat auch das ein oder andere Mitglied geschrieben, ich glaube, ich weine oder ich habe ein Tränchen im Auge. Ja. Und also echt coole Sache. Ja. Also deshalb, wenn ihr heute die Tagesnews noch nicht verfolgt habt in Bezug auf Disneyland Paris, setzt euch jetzt besser hin. Genau. Und hört uns zu. Schaut zu, was wir hier so zu berichten haben. Wir, also erstmal grundsätzlich können wir sagen, es kehren die Shows verstärkt zurück, es kehren die Paraden verstärkt zurück. Es gibt sogar eine neue Parade in Disneyland Paris. Ja, und noch mehr. Und das erzählen wir euch jetzt. Aber erstmal schaut ihr euch das Intro an, nämlich jetzt. Ja, das war unser Intro. Ihr habt gespannt gewartet. Aber bevor wir erzählen, was los ist, abonniert doch bitte noch unseren Kanal, klickt dazu auf den roten Button und danach noch auf die graue Glocke, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir ein neues Video hochladen, so wie es jetzt gerade der Fall ist. Genau. Ja. Und zur Freude des Tages freuen wir uns drüber, wenn ihr uns jetzt gleich schon zwei Daumen nach oben gebt. Denn einfach aus reiner Freude. Und wir machen das mal wieder wie die das immer machen. Diese Show wird euch präsentiert von Dein DLRP, eurem Disneyland Paris und Walt Disney World Reiseführer im deutschsprachigen Internet. Geht auf die Seite deindlrp.de, bucht über deindlrp.de eure Aufenthalte in Disneyland Paris und Walt Disney World. Damit unterstützt ihr uns und tragt dazu bei, dass wir unsere Reiseführer weiterhin komplett kostenlos anbieten können. Also, wir sind eure Experten für Disneyland Paris und Walt Disney World. Und ja, genau so ist das bei vielen anderen am Anfang jedes Videos. Dachten wir uns, machen wir jetzt auch mal. Genau. Und jetzt haben wir euch, glaube ich, lang genug auf die Folter gespannt, denn es geht los. Die erste große News war, oder die größte News wahrscheinlich des Tages war, Mickey's Dazzling Christmas Parade. Ja, die kommt brandneu zur Weihnachtssaison, die am 13. November in diesem Jahr beginnt. Gibt es eine neue Weihnachtsparade. Ja, wer hätte das in der aktuellen Zeit geglaubt, dass es wirklich so weit sein wird? Es gibt schon lange Gerüchte darüber, dass eine neue Weihnachtsparade entwickelt wird. Und jetzt kommt Disneyland einfach um die Ecke. Die Abstandsregelungen fallen, wir können eine Parade machen und damit kommt auch eine zur Weihnachtssaison. Ja. Genau. Wir sind echt heute Morgen fast vom Stuhl gekippt. Ja. Erstmal haben wir gedacht, die geht erst am 30. November los. Denn die erste Info kam aus einer E-Mail, die Natascha Rafalski, die CEO und Präsidentin von Disneyland Paris, der Euro Disney SCA, an die Cast-Member geschickt hat. Und da stand drin 30. November in der englischen Fassung. Wahrscheinlich wurde da irgendwie aus der französischen irgendwie verwechselt. Ja. Und dann kam aber die News auch über andere Kanäle. Also am 13. November geht's los. Und wir schauen mal drauf, was euch erwartet. Euch erwarten nämlich 5 Wagen. Ja, jeder ist nach einem Motto, sage ich jetzt mal, Thema gestaltet, das entweder Weihnachtsdekoration oder Weihnachtsaktivitäten aufgreift. Also ihr werdet zum Beispiel einen Weihnachtsbaum zu sehen bekommen oder auch in die Weihnachtsbäckerei euch reinversetzen können, also nur so als Beispiele für typische
Elemente rund um Weihnachten, die in diesem Wagen aufgegriffen werden. Was wir so auf Bildern sehen, ist ein Wagen mit Mickey, Pluto und Stitch. Da ist dann ein Weihnachtsbaum drauf. Den sehen wir. Wir sehen auf den Preview-Bildern Santa Claus in seiner Kutsche. Das ist meiner Meinung nach der bestehende Wagen. Ja, ich gehe davon aus, ein bisschen umgestaltet wahrscheinlich. Genau. Also mit den Rentieren, also den man früher schon in der Christmas Cavalcade, die unter verschiedenen Namen ja lief, zu sehen bekam, ja. Dann wird Tinkerbell dabei sein. Mhm. Und dann haben wir die Prinzessinnen auf dem Wagen. Wir haben nämlich Aurora, wir haben Cinderella und wir haben Schneewittchen. Die werden also auch auf Wagen vertreten sein. Das ist so das, was wir bisher wissen, was der erste Eindruck ist. Aber wir wissen noch mehr, denn wir wissen vor allem, dass diese Parade was ganz Besonderes sein wird. Ja. Die wird nämlich nicht nur tagsüber fahren, sondern auch abends. Und sie wird eine kombinierte Tages- und Abendlichterparade sein. Ja. Abends besonders tolle Stimmung dann in Parks. Da fährt die Parade dann auch bei Dunkelheit und ist besonders erleuchtet. Ich wollte sagen, das ist das Besondere. Die Wagen und die Kostüme leuchten nämlich. Und die Main Street. Also laut der Mitteilung werden auch Lichtprojektionen entlang der Fassaden der Main Street noch dazukommen, die ganze Atmosphäre der Parade untermalen. Also hört sich super an. Ja. Natürlich gibt es auch wieder Musik. Die Parade läuft ja nicht still durch den Park, sondern es gibt passend abgestimmte Musik. Es wird Tänzer geben, also wirklich das volle Programm, was man von einer Disney-Parade erwartet. Und das Ganze dann eben weihnachtlich noch. Ah, ja. Und wenn wir schon bei Paraden sind, kommen wir gleich zur zweiten. Mhm. Nämlich zur Halloween-Parade. Zumindest gibt es neue Halloween-Wagen. Mhm. Die wurden angekündigt. Ihr wisst, die Halloween-Saison läuft schon. Also die hat schon längst angefangen. Ist mittendrin. Und bisher war es so, da fuhr Mickeys Illusion Manor Wagen über die Main Street mal zu einer überraschenden Zeit. Mhm. Dann Maleficent als Drache. Oder Mickey im herbstlichen Paradenwagen mit Clarabella Kuh und Mini war es. Mickey war ja schon im Illusion Manor. Ja, der kann ja nicht. Also, ja. Mini vor Augen, hat Mickey gesagt. Ja, Rudi Ross und Clarabella Kuh waren bei Mini. Jetzt fange ich auch schon an mit auf dem Wagen. Und ja, die sind paar Mal am Tag unangekündigt über die Main Street gefahren, haben dafür gute Stimmung gesorgt und jetzt soll mehr kommen. Also das war halt die ganze Zeit so, das war ja auch in der Sommersaison schon so, dass einzelne Wagen immer wieder überraschend aufgetaucht sind, hatte einfach damit zu tun, dass die Abstandsregeln es nicht erlaubt haben, dass sich größere Menschenmengen vorab sammeln. Und deshalb Das wäre ja sofort passiert, wenn es heißt, um 14 Uhr passiert das und das, dann möchte es halt doch irgendwie jeder sehen, egal ob Vernunft oder was weiß ich, dann passiert es mit den Abständen, funktioniert dann einfach nicht so gut. Und deshalb konnte es nicht angekündigt werden. Aber durch die neuen Regelungen ist es jetzt möglich. Ja. Was wir nicht wissen, ist, ob das wirklich eine Halloween-Parade auch wird oder ob da mehr Wagen einzeln fahren. Das ist nicht bekannt. Es hieß nur, es kommen neue Wagen. Mhm. Und die kommen übrigens auch schon ganz flott jetzt. Wie gesagt, Halloween läuft eigentlich nicht mehr lang. Ja. Ab Samstag, ab 23.10., das ist der Samstag diese Woche, gibt es die neuen Halloween-Wagen. Mhm. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich cool, dass Disneyland Paris in der laufenden Saison nochmal den Aufwand macht, neue Sachen einzuführen für die zwei Wochen, die Saison läuft. Und nicht einfach sagt, läuft jetzt die Leute sind zufrieden, denn eigentlich hört man wirklich nur Positives über diese Paraden, den Paradenersatz, sag ich jetzt mal, hört sich so ein bisschen doof an, aber ist eigentlich jeder begeistert, dass der Drache wieder zu sehen ist, der Feuer spuckt und was weiß ich, aber dass dann trotzdem noch vom 23. bis 7. November läuft Halloween offiziell. Also für die, was ist das? Zwei Wochen ungefähr. Zwei Wochen ungefähr, wirklich noch der Aufwand betrieben wird. Also das ist echt. Und dabei gleich noch Halloween, sind wir beim Thema. Es gab viele Gerüchte in Bezug auf die Halloween-Party. Ihr könnt erleichtert aufatmen, wenn ihr Tickets habt. Die Party findet statt, hat Disneyland Paris heute nochmal bestätigt. Programmdetails folgen in Kürze, aber es gibt auf jeden Fall die Halloween-Party.
am 31.10. natürlich. Und es, ja, falls ihr noch keine Tickets habt, dann blenden wir euch einen Link zu den Tickets da oben ein. Mhm. Die könnt ihr dann direkt buchen. Und ja, dann jetzt die sicherlich stattfindende Halloween-Party feiern, euer schönstes, gruseligstes, fürchtefiesestes Halloween-Kostüm rausgraben und die Disney-Villains treffen und die ganz besondere Halloween-Atmosphäre genießen. Also das ist jetzt dann noch möglich. Es gibt noch Tickets, die werden aber wahrscheinlich schnell aus sein, jetzt, nachdem es jetzt feststeht, dass es wirklich stattfindet. Keine Ahnung, wir strahlen die Sendung heute Abend noch aus, aber ob es dann überhaupt noch Tickets gibt, versucht euer Glück. Genau. Ja, bei den Paraden, die zurückkommen, fehlt uns noch eine, nämlich die große Tagesparade. Disney Stars on Parade kehrt ab dem 10. Januar 2022 zurück. Also nachdem die Weihnachtssaison beendet ist, kommt dann die klassische Parade zurück. Ja. Eingeführt wurde sie ja zum 25. Geburtstag, also ich muss rechnen, 2017. Und seitdem ist sie jeden Tag gelaufen, bis Corona halt kam. Und dann war es das und jetzt geht's wieder. Also jetzt noch nicht, also noch ein bisschen Geduld gefragt, aber ab 10. Januar, das ist ja nun wirklich gar nicht mehr so lang hin, gibt es wieder die Wagen mit Findet Nemo zu Toy Story, Peter Pan und natürlich auch den großen mit Mickey und Minnie. Also ja, schön. Ja. Da sind wir gleich bei den Sachen, die zum 25. Geburtstag kamen, denn da kehrt noch was zurück. Disney Illuminations, die große Abendshow, die ja auch ganz schwerlich vermisst wurde, kehrt auch endlich zurück. Nicht sofort, das dauert noch ein bisschen. Das wird am 21. Dezember soweit sein. Also noch ein bisschen Geduld haben. Aber dann für alle, die wirklich an Weihnachten oder zu Silvester im Disneyland sind, gibt's das nochmal als Highlight obendrauf. Also, und alle, die jetzt die ganze Zeit gesagt haben, nee, ohne Parade und ohne Feuerwerk fahre ich nicht nach Disneyland Paris, ja, die können jetzt buchen. Also es gibt wieder alles. Also bald. Ja. Und aber ihr habt auch schon mit ein bisschen Glück im November abendliches Feuerwerk, abendliche Show, abendliche Unterhaltung. An drei Tagen im November, am 2., 4. und am 9. November findet das Mickey's Magical Firework statt. Das ist ursprünglich Bonfire. Kennt ihr vielleicht den Event, der am Lake Disney seit ein paar Jahren in Disneyland Paris stattfindet. Musste letztes Jahr auch ausfallen. Das soll jetzt laut der Meldung bisher in den Disneyland Park zurückkommen. Also nicht an Lake Disney, wie gehabt, sondern in Disneyland Park. Ich denke, das dürfte damit zu tun haben, dass man da immerhin wenigstens noch den Einlass kontrollieren kann und nicht ungehemmt Massen hat, die dann. Ich denke auch, wenn, also Feuerwerk ist in Frankreich ja eh sehr streng begrenzt, wie und wo und so weiter es stattfinden kann. Wenn dann sowas öffentlich stattfindet, sind die Massen einfach da. Dann setzt sich jeder Disney-Fan aus dem Großraum Paris in die RER oder in sein Auto und fährt an Lake Disney, hat man in den letzten Jahren gesehen, da war es echt voll. Auch wenn das Wetter nicht toll war oder was im November ja durchaus vorkommen kann. Und wenn es eben im Disneyland Park ist, hat man immerhin noch diese Begrenzung, dass der Park halt nur ein gewisses Kontingent an Menschen aufnehmen kann. Und dann ist es nicht so unkontrolliert, was auch dann nachher An- und Abreise betrifft. Also ist das eigentlich ganz gut gelöst. Auf jeden Fall. Entschuldigung, ich bin manchmal so ein bisschen, ich versuche hier alle möglichen Sachen zeitgleich zu lenken, zu steuern, die wir brauchen. Das kennt ihr ja eigentlich schon. Und damit wir auch keine News da vergessen. Ich glaube, das war es aber, was Shows angeht. Was man vielleicht noch erwähnen kann, was schon vor ein paar Tagen angekündigt wurde, dass auch Rhythms of the Brightland Lands zurückkommt. Die große Lion King Show im Frontierland Theater, die startet am 23.10. Ich meine auch am 23. Also auch wie am Samstag. Halloween, ja. Ja, auch das wieder, die ja super geniale Lion King Show finden wir, also mit neu arrangierter Musik, mit ja, toll gemacht. Solltet ihr, wenn es euch irgendwie möglich ist, auf gar keinen Fall verpassen. Auch hier, also positive News, auch das kommt zurück. Was fehlt jetzt noch an Shows? Mickey and the Magician? Ja. Das fehlt leider noch. Mal schauen, ob das in absehbarer Zeit auch wieder kommt. Dann Shows fehlt, brauchen natürlich ein bisschen Vorbereitungszeit, denn ja, es braucht Die Tänzer und Darsteller insgesamt, geübt und geprobt werden. Also, klar.
Es Traum fehlt auch noch die Art of any Frozen Celebration, also die Frozen Show im Walt Disney Studios Park. Die fehlt auch noch. Was damit sein wird, können wir aktuell noch nicht sagen. Seit vorgestern, also seit diesem Wochenende, das jetzt gerade hinter uns liegt, ist da wieder das Meet and Greet mit Anna, Elsa, Christoph und Sven zurück. Das eigentlich besser ist als die Show. Die Show war echt schlecht. Ja. Also da könnt ihr die Figuren aus der die Eiskönigin treffen. Ob da dann zeitnah eine Show zurückkehrt oder es bei dem Meet and Greet bleibt, wir werden sehen. Also dazu gibt es jetzt noch keine Infos, aber es gibt ja Ersatz. Ja. Und es gibt nicht nur Shows und Paraden, die zurückkehren, sondern auch die Buffets. Juhu. Gibt es wieder. Und die kommen sogar als allererstes zurück, nämlich ab Mittwoch, ab 20. Oktober. Das heißt, die Restaurants, die früher Buffets waren, die jetzt zunächst auf dieses System All-You-Can-Eat-Tischbedienung umgestellt waren, dann teilweise wie Plaza Gardens und Café Akrapa auf Tischbedienung mit festem Menü, beziehungsweise wie in Hotels weiterhin das All-You-Can-Eat-System, die werden wieder zu echten Buffets, ja, wo ihr euch selbst bedienen könnt und ja, einfach so viel Nachschlag holen könnt, wie ihr wollt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Ja, die Regelung ist jetzt auch nichts, bei der ich jetzt aus dem Häuschen bin. Ja. Denn zumindest in den Hotelrestaurants kann ja auch niemand Sorge haben, der gesagt hat, oh, mir ist ein normales Essen im Restaurant zu wenig, ich brauche All You Can Eat, um satt zu werden. Gab es da ja auch. Man hat sich einfach nur nicht selber am Buffet bedient, sondern aus einer Auswahl an Gerichten eben bestellt und das wurde gebracht. Und wenn man den 10. Käsekuchen wollte, hat man auch den 10. Käsekuchen bekommen. Das System hat mir persönlich eigentlich recht gut gefallen. Ich muss auch sagen, mir hat das System im Plaza Gardens und im Café Akaba nicht gefallen. Ja. Nicht, weil das zu wenig Essen gewesen wäre. Am Anfang war es da. Ja, da waren wir ganz am Anfang, als bei der ersten Wiedereröffnung 2020 im Juli im Plaza Gardens am ersten Tag. Da gab es auch das All-You-Can-Eat-System, fand ich gut. Wir sind zwar nicht so die Massenesser am Buffet, aber das System an sich, fand ich, hat gut funktioniert. Das neu und hat auch eine ordentliche Auswahl. Die neuen Systeme hatten meiner Meinung nach, gerade gemessen am Preis, den Nachteil, es gab eine feste Vorspeise. Das gab also eine Vorspeisenplatte, die je nach Restaurant halt variierte. Dasselbe galt für die Nachspeise und es gab eine Auswahl aus drei Gerichten, wenn ich mich recht bei drei, zum Hauptgang ein Gericht und die waren ehrlich gesagt, die sahen alle nicht schön angerichtet aus. Das sah wirklich aus wie vom Buffet halt einfach auf den Teller geklatscht. Oft, ja. Also, und hat nicht dem entsprochen, was ich eigentlich bei einem Tischbedienungsrestaurant an Qualität oder auch an Anrichteweise auf dem Teller erwarten würde. Da freue ich mich fast, dass Buffets zurückkommen, auch wenn ich kein großer Buffet-Fan bin. Tischbedienung ist mir eigentlich deutlich lieber. In Hotels, ja, hätte ich lieber das alte System behalten, aber klar, Buffets sind weniger personalintensiv. Das klar. Spart natürlich auch Kosten für die Bedienung. Und die es scheint ja auch sehr, sehr viele Gäste zu geben, die Buffets wirklich schmerzlich vermisst haben. Das sehen wir bei uns in der Facebook-Gruppe, im Forum, auf der Seite immer wieder, gibt's wieder Buffet? Wie ist denn das mit Buffet? Wie ist das mit All You Can Eat? Es scheint ja wirklich für viele sehr wichtig zu sein, ist dann jetzt wieder zurück. Also da gibt es dann in der Hinsicht keine Einschränkung. Wir hoffen inständig, das war ein großer Vorteil des neuen Systems. Es hat fast jeder darüber berichtet, dass die Gerichte frisch und heiß waren. Und das war bei den Buffets ja oft ein leidiges Thema, dass die Speisen nur lauwarm waren. Hoffentlich auch nicht frisch gewirkt haben oft. Also wir waren auch von der Qualität der Buffets nicht wirklich überzeugt und im Gegenzug dazu allerdings von den Restaurants mit dem neuen System, das hat alles besser und frischer gewirkt. Vielleicht, hoffentlich hat Disney sich mal ein bisschen Gedanken auch gemacht, die Qualität der Buffets ein bisschen zu erhöhen, dafür zu sorgen, dass das Essen heiß bleibt oder
von mir aus auch kleinere Portionen hingestellt werden und dafür öfter nachgefüllt. Wäre ja kein Problem, ja. Ja, das wäre eigentlich wär eine gute Idee, aber na gut, das bleibt abzuwarten. Das sehen wir dann in den nächsten Wochen. Wochen wird sich das zeigen, genau, wie das funktioniert. Ja, das sind die neuen Sachen. Mhm. Jetzt keine News in dem Sinne, aber auch noch ganz interessant ist, dass die Abstandsregeln in den Warteschlangen der Attraktionen jetzt aktuell auch schon zurückgefahren werden. Mhm. Aktuell werden schon diese Abstandsmarkierer auf dem Boden der Warteschlangen entfernt. Da muss ich sagen, ja, sehe ich nicht so den Sinn dahinter. Ich meine, die letzten Wochen, Monaten haben sich immer weniger Leute dran gehalten. Mhm. Das finde ich kritisch, das fand ich nicht in Ordnung. Ich sehe aber eigentlich keine Notwendigkeit, die Abstandsmaßnahmen da zu reduzieren, denn ich komme nicht schneller voran. Ja. Also die Anzahl der Leute vor mir ändert sich ja nicht. Ich habe nur einen anderen Abstand zu ihnen. Es gibt ja keinen Vorteil, da den Leuten näher auf die Pelle zu rücken. Deshalb. Und ich persönlich fand es auch schon vor Corona, als man sich über solche Dinge wie, oh, könnte ich mich irgendwie anstecken, keine Gedanken gemacht hat, nicht besonders angenehm, wenn ich dauernd den Atem der Person hinter mir im Nacken gespürt habe. Also da fand ich das eigentlich schon ganz gut. Ich kann Disney auch verstehen, an einigen Stellen ist es durch diese Abstandsmarkierung so gewesen, dass die Warteschlangen bis weit vor die Gebäude gereicht haben. Und das dann zum einen abschreckend aussah für Gäste, die gedacht haben, oh Gott, wie lang ist das denn, Hilfe? Und sie teilweise eben auch dann Wege versperrt haben. Also aus der Perspektive verstehe ich, wenn man das dann entfernt und die Gäste wieder enger zusammenrücken. Wobei das ja abseits der Wochenenden, gerade im November, Dezember, Januar, Februar, die Monate, die jetzt kommen, ich sag mal, abseits der Wochenende, der Weihnachtszeit und Silvester ist jetzt von November bis zum Beginn der französischen Schulferien im Februar eigentlich eine sehr ruhige Zeit. Mhm, da hätte es sehr selten diese Schlangen geben, die sich aus den Attraktionen rausziehen. Ja. Aber also, vielleicht möchte man das auch wegmachen, um eben nicht diese Corona-Erinnerung, also es sieht halt normaler aus, wenn es nicht da ist. Ja. Und kann man machen. Ja. Gut. Muss man nicht meiner Meinung nach nicht. Aber gut, das ist. Aber, es ist jetzt so, ihr seid informiert, kann sich jeder selbst überlegen, ob er es gut oder schlecht findet. Und zumindest nach vorne kann jeder Mensch immer noch Abstand halten, wie er will. Möchte, genau. Was aber vielleicht noch wichtig zu sagen ist, die Abstandsregelungen werden aufgehoben, aber die Maskenpflicht bleibt in Disneyland Paris zumindest erstmal noch bestehen. Das kann sich natürlich auch jederzeit ändern, aber da ist weiterhin ab 6 Jahre Maskenpflicht. Genau. Also weiterhin dran denken, auch keine Alltagsmasken, sondern die zugelassenen medizinischen Masken oder zertifizierte Alltagsmasken, die braucht ihr weiterhin. Mhm. Mit Ausnahme vom Außenbereich des Disney Village und einigen Selfie-Spots, wo genug im Freien, wo genug Abstand zu Figuren gewahrt und zu anderen Leuten gewahrt werden kann. Das ist aber schon seit ein paar Wochen jetzt so. Da könnt ihr fürs Foto dann die Maske kurz runterziehen. Abnehmen. Genau. Was auch erhalten bleibt, sind die Einlassregeln. Also ihr müsst geimpft, genesen oder getestet sein. Das müsst ihr weiterhin vorweisen können. Ihr müsst weiterhin die Parktage, die ihr haben wollt, zu denen ihr in die Parks wollt, reservieren. Zumindest, also, wenn ihr nicht eine Pauschale in einem Disney, also wenn ihr eine Pauschale in einem Disney-Hotel gebucht habt, müsst ihr euch darum nicht kümmern. Ihr könnt einfach, wie ihr es vielleicht schon kennt aus der Vergangenheit, in die Parks gehen. Also es bleibt einfach unverändert, das System. Das ist alles, was wir nicht extra als neu jetzt hier erwähnt haben in diesem Video, bleibt bestehen. Wie es ist. Ja, ich glaube, das war's. Ich denke, ich hoffe, wir haben jetzt nichts vergessen. Wir sind gespannt, was in den nächsten Tagen und Wochen noch kommt. Vielleicht überschlagen sich die News weiterhin so. Dann berichten wir natürlich drüber. Ansonsten hoffen wir, dass dieses Video euch wieder gut auf den aktuellen Stand gebracht hat, euch informiert hat, eure Vorfreude auf eure Trips ins Disneyland Paris erhöht hat und ihr da ganz, ganz viel Spaß haben werdet mit den ganzen neuen und wiederkehrenden Sachen, die ihr erleben könnt. Ja, wenn euch die Show gefallen hat, wie eingangs schon gesagt, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, auf was ihr euch besonders freut. Was seht ihr besonders freudig entgegen? Und die neue Weihnachtsparade, Halloween ausgebautes Programm, die Buffets, wer weiß. Und ihr habt bestimmt auch Freunde, die dieses Video interessieren würde. Teilt das Video mit denen über WhatsApp, über Messenger, über Telegram, über andere Dienste. Schickt ihnen einfach den Link zum Video zu.
Das hilft uns auch sehr weiter. Oder nutzt noch besser den Teilen-Button des Videos bei YouTube und teilt das mit euren Freunden, die sich für das Thema interessieren. Und natürlich lasst den Daumen nach oben da, egal ob euch die Show gefallen hat oder nicht. Was war noch? Abonnieren und graue Glocke hatten wir schon. Ja, aber wisst ihr Bescheid? Genau, bitte abonniert unseren Kanal. Dazu drückt den roten Abonnieren-Button und danach dann bitte noch die graue Glocke. Dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Ja. Okay, das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.